Willkommen bei Elex. Hier fliegt irgendeine Drissflesch durch die Gegend. So eine schimmerig grüne Fliege. Ja, ihr Lieben, wo das Schwert sich versteckt, wissen wir. Wir wissen nur noch nicht die richtige Uhrzeit, zu der wir hier vorbeikommen können, um uns das mal ein wenig näher anzuschauen. Und bis Ray uns irgendwie was erzählt, wie gesagt, können wir ja ein bisschen die Gegend unsicher machen. Hier unten war da auch noch so ein Hütchen von irgendwem. Da könnte man sich eventuell ungesehen auch mal Kotelett braten. Und wie gesagt, ich brauche eigentlich auch mal wieder eine gute Nahkampfwaffe, damit ich nicht andauernd die Pfeile verballer. Ich meine, ich habe da ja ein bisschen was im Angebot. Also ich habe da ja die Keule, die ich nicht nutzen kann. Ich habe die Zahnaxt, die ich nicht nutzen kann. Wie ihr seht, ich habe mein Schwert schon verkauft. Kalans Hammer haben wir auch hier. Und das Ignis Artifex, naja, das dauert noch ein bisschen. Und solange bleibe ich erstmal bei unseren guten Sachen. Ich arbeite eigentlich daran, den Fehler irgendwann mal in die Hand nehmen zu dürfen. Nur wenn ich mir überlege, ab 35 kosten die Erfahrungspunkte einfach mehr. Also wenn ich hier die Attributspunkte über 35 erhöhe, kosten die, glaube ich, dann pro Punkt 2 Attributpunkte. Und das wird dann schon richtig teuer, wenn man da dann so auf die 70 zugehen möchte. Das sind dann nochmal 70 Punkte. Wenn sich das denn nicht nochmal staffelt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Pack den Bogen mal ein. Wenn wir noch Fleisch haben, braten wir uns direkt ein bisschen was. Und dann machen wir uns auf die Suche, wa? Hier ist nichts Besonderes mehr. Nee, gut. Dann könnten wir uns einmal das Gebiet dort drüben anschauen. Das geht in die Richtung... In welche Richtung geht das? Aha. Von diesem Teich hier. Das sieht echt interessant aus. Hier unten ist Geron. Hier hatten wir ja seinen Kumpel da. Ich glaube, in der letzten Folge von Ray haben wir ja da den Steckbrief geholt. Ah, machen wir da mal eine Markierung hin. Dann schauen wir uns das mal an. Was ist denn hier los? Sehr unebene Wegstrecke. Tempo 30 empfohlen. Okay. Entweder ist das da unten eine ziemlich große kleine blaue Blume. Aber wir sind doch aus der Gegend gekommen, ne? Hier drüben dürfte doch auch irgendwo der Schrottplatz sein, oder? Vertue ich mich jetzt komplett? Kann gut sein. Oder das ist ein gutes Elix-Vorkommen oder so. Also mal hin da. Ja, ja. Hüstlichen, Hüstlichen. Familie Frosch quakt wieder in meinem Hals herum. Aber so ist das. Gut. Sieht interessant aus. Und ich hoffe, es erweist sich auch als ergiebig. Denn interessant kann ja jeder. Ja, das geht sogar noch. Sieht eigentlich aus wie so eine Riesenwurzel von so einem Weltenherz. Na, das nicht. Ray, altes Haus. Okay, ist alles noch so, wie es war. Jetzt hatte ich aber gerade ein Hüsterchen. Was ist denn da unten für einer? Na, werden wir sehen, wenn wir da sind, ne? Oh, das sind mehrere. Ende. Boah, erstmal direkt einen Ausweich machen. Mal gucken, was hier liegt hier rum. Exitbeutel. Okay. Die Typen sind auf mich heiß. Das ist schon mal ganz gut. Da können wir mal testen. Aber Laserwaffe haben wir zu wenig Schuss. Verloren. Ach du meine Güte. Das ist sowas wie der eine Bruder von dem, Können wir mal ein bisschen Waffen testen. Von dem Berserker, ne? Wow. Die hat Rückstoß. Alles klar. Hat die denn genauso wenig Schuss? Also verbraucht die genauso wenig? Scheint so. Macht jetzt nicht super viel Schaden. Aber ziemlich cool mit dem Rückstoß. Damit sind die dann erstmal platt. Damit kann ich die quasi hinnageln. Das finde ich aber gut, dass wir jetzt mal Zeit haben,
Damit wird er auch gestunt. Seht ihr, der steckt die Waffe weg. Er könnte Ray ihn eigentlich fertig machen. Okay. Und wirklich Schaden machen wir nur mit dem normalen Schuss, wie es ausschaut. Und wir haben wieder mal Glück. Ich darf wieder mal Bug-Using probieren. Ja, dann schauen wir uns das mal mit der Laserwaffe an. Boah. Die macht aber sehr, sehr, sehr wenig Schaden. Bei zwei Schuss ein Strich da oben. Uiuiui. Was ist mit dem Bogen? Ach, wie süß. Oh! Das hätte ich jetzt fast übersehen. Ich sah es nämlich kommen, rechts hier. Der hat hier irgendwelche Faxen gemacht. Ja gut, ich werde mal probieren, hier diesen einen auszuschalten. Der andere scheint... ja, Ruhe gegeben zu haben. Wow. Also ist ja jetzt nicht gerade der Oberknaller. Was haben wir denn noch im Inventar? Wir haben doch, glaube ich, noch Handgranaten oder so. Wenn wir schon mal testen können, sollten wir das auch tun. Ja, Quickslot zuweisen. Nehmen wir mal den Bogen. Probieren wir mal aus. Granate. Ah. Okay. Oh. Oh. Cool. Die hat schön Schaden gemacht. Und die sind auch gar nicht so teuer. Natürlich nur doof, dass die wegrollen. Aha, das hat diesmal gar nicht so viel Schaden gemacht, weil er sich einfach weggerollt hat. Okay. Gut, komm, einen machen wir platt. Egal, was es kostet. Koste es, was es wolle. Und macht er auch eine Rolle. Wir schießen ihn platt. Wenn wir schon mal die Möglichkeit haben. Ich meine, Ray wird sich ja wieder erholen irgendwann. Vielleicht sogar mit seinen... Oh, oh. Oh, oh, oh. Ist nur die Frage, ob ich mich so schnell wieder erhole, ne? Mal schnell ein Schlückchen aus der roten Flasche. Also es kommt aber anscheinend auch drauf an, wo wir den treffen, ne? Versuch mal... Ah, das ist gar nicht mal so einfach. Ah, ne, Kopf. Körper. Eigentlich egal. So, den haben wir erledigt. Das hat 125 Erfahrungspunkte gegeben. Also ist jetzt nicht der Oberburner, aber ist schon mal etwas. Wo können wir den anzielen? Kriegen wir den ins Visier? Ja, kriegen wir. Dann würde ich hier glatt sagen, wir testen mal... Ah, das hat auch jetzt nicht den Effekt, den man vielleicht gerne hätte. Gut, schauen wir hier nochmal nach Effekten. Da muss man sogar manuell zielen. Das ist gar nicht mehr übel. Obwohl das dann natürlich mit Maus einfacher wäre. Oh! Alles klar. Verstanden. Das war ein Stunning. Aber das hilft mir nur, wenn Ray mir unter die Arme greifen würde. Aber trotzdem testen wir das jetzt nochmal. Ach, der sich hier andauert, anstatt nachzuladen. Ah ja. Ich dachte, du passt auf meinen Rücken. Hab ich doch gemacht, Ray. Ich helfe dir jetzt. Ich stun ihn und du gibst schön Gummi. Das ist doch cool. Das ist doch mal richtig cool. Gut, jetzt komme ich da nicht dran. Na komm, ich helfe ihm mal. Hier sollten wir nicht allzu lange bleiben. Das ist so geil. Und die macht Schaden, die Waffe. Ziemlich coole Geschichte. Ja, und damit kriegen wir den dann auch. Das ist ja ziemlich geil. Das wusste ich gar nicht, dass die... im... Wow. Oh, haben wir aber Glück gehabt. Und die Ratte nehmen wir jetzt auch noch mit. Und die Ratte auch noch. Oh, jetzt haben wir sie alle getötet. Wir sind der Killer. Ach, Mann. Nee, super cool. Super cool zu wissen, sowas.
Was gibt ihr uns denn? 4 Knochen, 4 Setzerbrot? Ja gut, dann nehmen wir ein bisschen Rattenfleisch mit. Ray, das hast du gut gemacht, mein Freund. Den Outlaws würde es in meinen Ansichten anders gehen, wenn ein paar mehr so wären wie du. Aber du bist ja auch nur so ein Gesetzloser. Oh, Lennarts Bogen. Ach so. Ja, das ist ja cool. Das ist ja cool. Da haben wir direkt nochmal 400 Erfahrung obendrauf gekriegt. Lennarts Bogen. Okay, Freunde. Jetzt wisst ihr, wo Lennarts Bogen ist. Naja, ihr seht nichts. Okay, von Geron aus, ja, im Norden. Coole Geschichte. Ich wollte ja eigentlich hier hin, ne? Und dann bin ich von hier oben darunter. Okay. Krasser Shit, wollte ich sagen. Aber das ist ja wohl wirklich abgefahren. Geile Geschichte. Ich mache mir mal einen Marker bei Geron. Weil von Geron aus dürften wir ja auch hier rüberkommen. So. Das ist ja cool. Da haben wir wieder ein bisschen Erfahrungspunkte gesammelt, haben ja fast schon wieder einen Aufstieg erarbeitet. Haben eine Quest erledigt, von dem wir gar nicht wussten, dass wir es gerade erledigen, weil da Gerons Bogen lag. Cool. Entschuldigung, aber ich bin so in Testlaune. Das hat auch gerade gespeichert, das Spiel. Schalten wir mal auf Dreifachschuss, dann wissen wir direkt die ungefähren Schaden. Boah. Boah. Also so ein Unhold dagegen. Ach du meine Güte, da können wir gar nicht gegen anstinken. Jo, was er sabbert, wenn er schreit, wie cool. Boah. Hau rein, guck dir das an. Boah. Nach 6 Schuss in Reihenfolge. Gerade mal ein Strich oben weg. Der hat einen dicken Pelz. Der hat einen dicken Pulli an. Klappt das denn bei dem auch mit der Plasmawaffe? Oh. Okay. Das ist ja gar nicht mehr so übel. Und kostet auch nur einen Schuss. Man hält ihn davon ab, sich zu wehren. Man kriegt ihn also eigentlich gut eingepackt, den Jungen. Boah. Gut, dass ich das jetzt schon mal mitgemacht habe hier. Gerade eben. Weil der wirft den Stein so, dass man den, dass er einen trifft. Also, der ist nicht doof. Ist vielleicht ein Unhold, aber er ist nicht doof. Weg hier. Uiuiui. Das ist sabbert, das ist so krass. Der hätte dann eigentlich nur beim Magazinwechsel gerade mal die Chance, irgendwas zu bewerkstelligen. Gar nicht mal übel. Und so schlimm ist der ja gar nicht. Ich meine, der darf nur nicht rankommen, ne? So, Magazinwechsel. Geht. Ist halt nur doof, dass Ray hier rumliegt wie so eine tote Kartoffel. Das verbraucht ganz schön Munition. Da muss ich sagen, nee, das. Ja, ich glaube, das hat keinen Wert. Seht ihr, jetzt wäre ich auch noch fast draufgegangen. Aber wisst ihr, was wir machen? Wir laden eben schnell den Spielstand. Jetzt haben wir so viel Munition verballert. So. Weil das wäre ja Unsinn gewesen. Auf jeden Fall cool zu wissen, dass die Plasmaknarre also bei dem auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit darstellt. Ja, ihn anzugreifen oder sich zu verteidigen, wie man das so sieht, ne? Gut, hier ist nichts mehr. Verschwinden wir mal. Weil der wird schon ganz schön böse auf uns sein. Was geht? Radar ist noch schwarz, auch wenn die Musik was anderes sagt. Aber naja. Jetzt bin ich... Ah, doch. Radar ist wieder rot. Das ist nicht gut. So. Zeig mir, was du hast. Warum kann ich mit ihm nicht... Das meiste aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt. Warum kann ich mit ihm nicht quaken? Ich meine, ich habe das Quest ja auch im Endeffekt nicht angenommen. Und du bist? Ich bin Lennart, seines Zeichens angehender Meisterjäger. Zumindest wenn Meister Geron mir gezeigt hat, wie ich mit den großen Exemplaren fertig werde.
Du verstehst dich also auf die Jagd. Sagen wir, ich übe noch und feile an meiner Jagdtechnik. Und was ist mit dir? Kennst du dich in der Wildnis aus? Aha. Ich bin der geborene Jäger. Was, wirklich? Hast du schon ein paar Beißer erlegt oder gar eine Sumpfspinne? Oder warte, vielleicht sogar einen Unhold? Du weißt schon, diese garstigen Riesen, die... Atme erst einmal tief durch. Ja, ich habe schon allerlei Viehzeug erledigt. Und wenn du einen Tipp willst, sei schneller als dein Gegner. An meiner Schnelligkeit arbeiten. Ja, das macht Sinn. Danke dir. Das passt irgendwie, ne? Als hätte mein Charakter die Ahnung, dass wir sowieso die ganze Zeit nur weglaufen. Okay, komm, wir machen weiter. Was hast du als letztes gejagt? Naja, Meister Geron und ich haben ein paar Viechern aufgelauert, die uns auf die Pelle gerückt sind. Wir konnten sie aufscheuchen, aber haben nur einen Teil von ihnen mit Pfeilen behaken können. Gerade als ich dachte, ich hätte den Rudelanführer im Visier, ist mir der Bogen aus der Hand geglitten. Wie hast du das denn fertiggebracht? Ich bin unglücklich gestolpert. Da habe ich mich wohl nicht besonders schlau angestellt. Jedenfalls haben die Biester dann Jagd auf uns gemacht. So viel dazu. Was ich ja auch so ein bisschen blöd finde, er hat ja seinen Bogen verloren, aber hat einen Bogen auf dem Rücken. Und Geron, sein Lehrer, der ja eigentlich mit Bogen jagt, hat ein Schwert auf dem Rücken. Und, egal. Hast du deinen Bogen zurückgelassen? Natürlich. Ich habe sofort die Beine in die Hand genommen, als wir attackiert wurden. Dass man seine Waffe nicht zurücklässt, hat mir ja keiner beigebracht. Wenn du überleben willst, ist das die Grundvoraussetzung. Jetzt weiß ich das auch. Aber wenn dich so ein Vieh allein mit den Augen frisst, naja. Bist du denn zufällig noch länger hier in der Gegend? Meister Geron wollte mir bei der Suche nach meinem Bogen nicht helfen, aber mir wäre schon daran gelegen, ihn wiederzubekommen. Ich habe schließlich keine Ahnung, wie man einen neuen herstellt. Die Materialien zur Herstellung findest du in der Gegend. Ich ahne, was du von mir verlangst. Geron wird seinen Grund gehabt haben. Pass mal auf. Die Materialien zur Herstellung findest du in der Gegend. Die Bäume der Umgebung liefern dir das Holz. Und deine Tiersehne sollte auch nicht schwer zu bekommen sein. Ohne Bogen sehe ich da schon ein paar Schwierigkeiten. Leinen geht auch. Naja, ich kann es ja mal probieren. Dennoch wäre es einfacher für mich, wenn ich meinen alten Bogen wieder in den Händen halten würde. Wenn du mir also hilfst, werde ich meine Beute mit dir teilen. Außerdem hast du mir damit aus der Patsche geholfen. Das ist viel mehr wert. Hab ich dir damit aus der Patsche geholfen? Das ist so wieder wert? Nee, lass mal Ende. Jetzt will ich nochmal mit Geron reden. Hör mal, Junge. Nee, das ist okay. Das bringt mir was bei. Können wir ja eh erst nutzen, glaube ich, wenn wir... Ich treibe deinen Bogen wieder auf. Wenn du das tust, dann ist dir mein ewiger Dank sicher. Eine Stufe außerdem gebe ich dir neben meiner Beute noch ein paar Splitter. Oh, ein paar Splitter? Und das muss natürlich unter uns bleiben. Ja, ich will nicht, dass Geron etwas davon mitbekommt. Nein, nein. Wenn ich meinen Bogen erst einmal zurück habe, wird er sich damit schon abfinden. Also quatsch ihn am besten nicht darauf an. Aha. So, nö, nix hier, dein Bogen. Jetzt bringen wir Geron ins Spiel. Und mache natürlich einen klitzekleinen Fehler. Mal wieder die falsche Taste drücken und dann endlich einen Schnellspeicher. Das ist so ein Shit. Meine Güte. So, Geron, hör mal. Dein Lehrling will seinen alten Bogen zurück. Ich hab dem Bengel schon gesagt, er soll sich einen neuen anfertigen. Erst wenn er merkt, dass man bei der Jagd umsichtig sein muss, wird aus ihm ein brauchbarer Jäger. Aber sag mal, du hast doch nicht etwa vor, ihm bei der Suche zu helfen? Seht ihr ja, ne? Er hat ein Schwert auf dem Rücken. Nein. Solltest du das Ding in die Finger bekommen, gibst du ihn mir, damit wir uns verstehen. Ja, der ist jetzt nicht, also in der, die Ausdrucksform, da, das lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ne? Er hätte ja ruhig sagen können, hey, wenn du den, nee, Quatsch, pass auf, wir geben ihm den Bogen. Weil ich dem Kleinen einfach, dem will ich nichts Böses. Aber wenn du so ein Weichei da rausschickst, ja, so wie wir ein Weichei sind im Moment immer noch, ja, obwohl wir jetzt schon eine dicke Knarre haben, dann ist der tot. Und darum geht's ja, also... Wir wollen dem ja nichts Böses, wir wollen ja einfach nur, dass er wirklich lernt, in der Wildnis zu überleben, also... Hier, Lennarts Bogen ist bei dir besser aufgehoben. Hast du das Ding also gefunden? Gut, gut. Oh. Es war klug von dir, mir das Teil zu bringen. Hier hast du ein paar Splitter. Cool.
Wir gucken mal. Bring mir etwas bei. Beim Bring mir etwas bei, ob ich überhaupt noch. Oh, wir haben 2 Lernpunkte. Oh, hi. Cool. Was mir auch aufgefallen ist, steht nicht dabei, ob das mehr Lernpunkte kostet, also bei den Attributen. Gut, guck mal hier. Strahlung, Feuer, Frost. Hm, Gift. Hm. Eigentlich alles Dinge, die wir durch Stahlhaut so ein bisschen aufpumpen können. Und das hat ja bisher auch immer, ja, toi, 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 recht gut geklappt. Tiertrophäen, ja, wüsste ich, also, wenn ich doch nur wüsste, was ich da wirklich mit anfangen kann. Ne? Abenteurer, glaube ich, nur Karte, ja, Teleporter, Karte, 6. Sinn, Minimap. Mhm. Ja, und die extra Hitpoints haben wir, aber die Ausdauer haben wir noch nicht weiter gepumpt. Hätten wir auch gar nicht genug Elixit für. Okay, also vom Überlebenslehrer würde ich am liebsten noch ein bisschen mehr Rüstung lernen. Aber okay, ich glaube, wir müssen zum Charakterlehrer, um Kampftheorie zu lernen. Zeig mir, was du hast. Oh, ich zeig dir, was ich habe. Ein Beil, ein Kriegsschwert. 5 Beilader. Keine Rüstung. Ja, mit der Rüstung, ich glaube, da liege ich richtig. Also Rüstung werden wir immer nur sporadisch irgendwo durch irgendwas bekommen. Ja, durch einen Zufall mehr oder weniger. Oder halt, wenn wir dann endlich bei einer Fraktion sind. Der könnte mir Schnaps verkaufen, der könnte mir Wein verkaufen. Aber er hat sehr wenig davon. Holzpfeile. Das wären 160 Elex, die ich dann da loswerden würde. Nee, weiß ich nicht. Die Keule finde ich schon sehr interessant, weil sie in der Nähe der erreichbaren Ziele liegt. Ja, die Zahnaxt genauso. Artifacts möchte ich nicht wegtun, weil das ist was Besonderes. Hier, klar, Ernst, sag mal. Naja. Der macht 33 Schaden. Die beiden geben direkt mehr. Komm, weg damit. Den Pfähler, den würde ich so gern benutzen, aber das dauert noch. Das ist auch noch einer mit Sternchen. Mann, 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 Mann. Unglaubliche Durchschlagskraft. Mann. Das steht bestimmt bei allen. Ja gut, Plasmagewehr, Lasergewehr würde ich auf keinen Fall verkaufen. Kann ich aber auch im Moment noch nicht pimpen. Pimp my weapon. Weil wir einfach noch nicht genug Attributpunkte haben. Die Geistersehne ist halt auch was Besonderes. Ist auch eine Waffe mit Sternchen. Werde ich auf keinen Fall verkaufen. Sollte ich vielleicht sogar mal in unseren Unterschlupf in den Safe einschließen, damit da keiner dran geht. Naja, und der Setzerbogen, den könnte ich, da könnte ich dann demnächst mal schauen, ob wir den ein bisschen aufbessern. Rüstung haben wir nichts zu verkaufen. Die Amulette brauche ich, je nach Anwendung. Und dann schauen wir noch mal eben. Bum, 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 bum. Ja, die werden wir so schnell nicht wiederkriegen, ne? Machtwelle, Körperschild und so weiter. Komm hier, Hasselfleischsuppe, können wir kochen. Gut, erhaltene Konservendose. Das hat sowieso nur 7 Pluspunkte beim Leben. Egal. Und hat uns einigermaßen Geld eingebracht. Dum, 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 dum. Das muss alles erstmal bei uns in den Taschen bleiben. Da ich nicht genau weiß, Seerosen hören sich auch so an, als ob die schon ziemlich wertvoll wären. Weil man die auch nicht so häufig findet. Na, dann kommen wir in den Bereich, wo jetzt, ja, wollte ich gerade sagen, die Notizen anfangen. Die möchte ich auch alle nicht loswerden, auch wenn die alle Geld bringen würden. Krüge kann er gerne 2 Stück haben. Geldbündel und Münzen behalte ich natürlich. Zigaretten, komm, kann er alle haben. Wenn ich noch ein Bierchen hätte, würde ich ihm das auch geben. Anleitungen, nee, die behalte ich mal alle. Genauso wie alle möglichen Munitionstypen. So, Handel können wir abschließen. Hat jetzt nicht so viel gebracht, aber immerhin. Gut, ich wollte mit euch hier rüber. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, also nehmen wir das mal in Angriff. Meine Güte, kann doch nicht so schwer sein. Könnten wir eventuell sogar über so eine Wurzel da hochlatschen. Jetzt haben wir direkt wieder die Kampfmucke. Oh, die gehen wir aus dem Weg. Wir gehen da hinten rechts hoch und dann schauen wir mal. Vielleicht hier aber auch über die Wurzel. Na, das sieht aber nicht so erfolgversprechend aus. Was machen wir da?
Ah, seht ihr. Eigentlich bin ich doch hier runtergekommen wegen dem Elixid-Vorkommen, ne? War es nicht so? Ich denke schon, oder? Na gut, 20 Elixid für... Ja, nichts machen, also nichts tun. Geschenkt, cool. Bleib mal schön da stehen, Alter. Das geht so nicht, ne? Aha. Gebäude. Ja, das könnten wir peu à peu schaffen. Gehen wir mal dazu zur blauen Blume. Cool. Genießen wir mal ein bisschen den Ausblick. Dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ja, könnte sein, dass wir das hinbekommen. Schauen wir mal. Ich möchte noch nicht jetzt auf einmal hier runterstürzen und unnötig Jetpack-Energie verbrauchen. Ja, hier hoch. Wunderbar. Aha. Naja, war schon ein bisschen tricky, aber es hat funktioniert. Das ist schon mal etwas. Aber das Gebäude da drüben kennen wir doch auch, oder? Ich denke schon. Oh, oh, oh. Könnte ein blöder Aufstieg werden. Das ist ein bisschen tricky. Ein bisschen hier rüber. So. Dann werden wir die Hürde da nehmen. Das wird alles funktionieren. Ach, klar. Wow. Wir haben gerade Aufwind gehabt. Oh, oh. Nicht, dass ich mich hier vertue. Aber das werden wir sehen. Und runter kommen wir immer. Von daher. Das sieht doch eigentlich gut aus. Ah. Komm, schaff das. Jax, du Bestie. Dann sind wir nämlich genau hier an diesem komischen Waldhang. Also offiziell scheint es ja hier nicht so viel zu geben, aber wer weiß. So. Aber ich habe noch gar nicht mehr wieder mit dem Geron, mit dem, wie hieß er denn überhaupt? Der Lehrling von unserem Geron. Hätte ich auch nochmal mitquatschen können. Oh, das sieht, das sieht nach Giftgas aus. Finde ich jetzt nicht so toll. Ist schon gar nicht so angebracht. Wir könnten da vorne bei der Kiste mal looken. Und wir haben, glaube ich, noch ein bisschen was von dieser sogenannten Stahlhaut. Die uns auch bei Giftgas ein bisschen schützt. Ich warte hier. So, hat sich zwar jetzt nicht wirklich gelohnt. Und hat auch nicht wirklich geholfen, aber immerhin. So. Jetzt lass mal gucken. Das ganze Gebiet ist also quasi verseucht. Ja, sollten wir mal schauen, dass wir hier außen rum kommen. Dass wir da mal so ein bisschen Land sehen. Ich denke aber lieber komplett an der Außenkante, also hier an diesem, Riff. An diesem Abgrund. Heute stehen wir noch vor dem Abgrund. Morgen sind wir einen Schritt weiter. Okay. So schlimm ist es hier nicht. Und ich weiß ja auch mittlerweile, was das heißt, wenn der Begleiter sagt, oh, ich warte dann mal. Dann ist das einfach eine Kackgegend, wo der gar nicht lang möchte. Das ist knapp. Das ist knapp, knapp, knapp. Hier gibt es aber Kisten, Ray. Und noch habe ich den Buff. Also von daher... Oh, keine Kiste? Keine Kiste. Verarsche! Frechheit! Das waren bestimmt so Ankersteine oder so. Was gibt's denn hier für Viecher? Oh, oh. Raptorien? Uiuiuiui. Gut, das Mutantenkraut habe ich auch wieder stehen lassen. Trotzdem eine super geile Gegend. Auch wieder total schön. Aber mich dünkt, dass wir
für die nächste Folge auf jeden Fall mal einen Schlafsack brauchen. Denn es dämmert schon wieder. Na, wir sind auch schon wieder in der Zeit angelangt. Wer ist das? Einfach ein Setzer. Was machst du hier so alleine, lieber Setzer? Was soll denn das? Alter Schwede. Das geht ja jetzt gar nicht. Wo kommt denn der her? Wo sind wir hier? Oh, ist das cool. Lässig. Wie im Bilderbuch. Ja, hätte ich auch fast gesagt. Nur ich glaube, lässig hätte ich vermieden. Lässig! Das ist lustig. Gut, da hinten? Liegt da noch was? Nee. Dann gehen wir hier nochmal längs. Da kommen ja noch mehr. Alles Berserker? Alles Setzer? Wohin sind die denn unterwegs? Oder woher kommen die? Was soll denn das? Wie hier ein Weltenherz? Ah, das kann gut sein. Überhaupt ein Witz, ne? Keine Technik bei uns Berserkern, aber mitten bei ihnen im Hort haben sie direkt zwei. Zweimal richtig fette Technik. Okay. Hier haben wir doch das Arx-Dings da bekommen, ne? Das coole Schwert. Da war doch da hinten dieser Flattermann, dieser Böse. Hier haben wir doch diese Heilwurzeln eingeholt, oder? Da ist der Flattermann. Würde mich gleich mal interessieren. Okay. Ja, ist jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt vom Begehr, sich mit dem anzulegen. Da haben wir doch ziemlich wenig Chancen, wie es ausschaut. Krasse Nummer. Gut, dann waren wir hier schon, aber nur in Erfüllung irgendeines Auftrags. Wir waren da bestimmt wieder. Oh, ist das schön hier. Ich will hier nicht kämpfen. Ich will hier die Landschaft genießen. Zumindest mit euch jetzt noch eine Sekunde. Haben wir nämlich endlich mal ein schönes Verabschiedungsbild. Ach, das sieht doch töfte aus. So, ihr Lieben. Ah, war schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir werden, ja, weiter so machen. Oh, wir werden weiter so machen. Also, das heißt, wir werden weglaufen. Wir werden permanent weiter weglaufen. Und uns nur Gegnern stellen, die es auch wert sind, von uns niedergemetzelt zu werden. Ne? Weil, ne? Muss sich auch lohnen. Oh, der Ärmste. Oh, der hat irgendwas abgekriegt. Der hat irgendwie meine Kugel eingefangen. Sehr nett von ihm. Ja. Ich werde mal zusehen, dass ich ihr Land gewinne und überlebe. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Ach du meine Güte, was ist denn hier los? Ja, wie gesagt, gehabt euch wohl, euer John die Fool. Und da ist noch einer. Ja, ich würde sagen, tschüss.